Willkommen beim diesjährigen, oder gesagt dem einzigen, denn es wird nicht nochmal passieren. Willkommen zum Morhun März. Ja, ich dachte mir, hey, ich habe mir vor rund 2 Jahren bei Expert für 5 Euro eine Hülle gekauft mit allen drei, oder nicht allen, aber mit 23 verschiedenen Morhun-Spielen. Und da dachte ich mir, yo, mach daraus mal eng ein langes Projekt. Und das mache ich jetzt auch. Ich werde jeden Tag ein anderes Morhun-Spiel spielen. Manche Spiele werden auch 2 Parts einnehmen, weil sie vielleicht länger sind oder so. Und damit werden wir den ganzen März jetzt füllen. Yay! Natürlich werden auch andere Sachen noch hochgeladen. Nicht nur der Morhun-Kram hier. Auch normale Sachen werden weitergehen. Weitergehen. Das ist eine schöne Wortwahl. Aber damit erstmal. Lassen wir jetzt erstmal ruhen und wir fangen an mit dem ersten Morhun, das 1999 zuerst veröffentlicht wurde. Wer es kennt, der. Ganz ehrlich, wer kennt nicht Morhun? Ich denke, das kennt jeder. Ich meine, damals auf dem ganz, ganz alten, schönen Brocken-PC, der so groß und so schwer war wie eine Hantel? Ich weiß nicht, wie schwer eine Hantel ungefähr ist, aber ungefähr passt ungefähr. Und dann dieses kleine Symbol anklicken und bam, schon kann man Hühner abschießen. Wie schön war das denn? Und ich werde jetzt wieder leben. Ja, das ist, der Name passt gut. Ich habe es schon mal gespielt. Ich glaube, als ich es gekauft habe, habe ich es mal angespielt, weil ich dachte, ey, Morhun, mach ich mal. Ja, es lief nicht so gut, glaube ich. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich glaube, ich war ganz okay. Tja, wir nennen es jetzt so. Ja, das passt ungefähr so. Mal gucken mal, wie gut wir sind. Los, oh mein Gott. Oh, wow, das ist schnell. Das ist... Oh mein Gott, diese Geschwindigkeit geht ja gar nicht. Warum ist das so schnell? Oh mein Gott. Okay, wie lade ich nach mit der Taste? Nee. Ah, okay. Rechte Maustaste ist. Oh mein, ich bin... Oh mein Gott, bin ich schlecht im Schützen? Ich bin ein schlechter Schütze und ich habe gerade... Oh, oh Gott, diese Geschwindigkeit. Das ist irgendwas. Achso, nur ein Schild, ne? Das brauche ich nicht. Hallo, Hühnchen. Stimmt, daran nämlich. Das ist die Vogelscheuche, kann man auch beschießen, glaube ich. Ja, konnte man. Zumindest. Okay, man kann anscheinend nur einen Hut unterschießen. Oh. Oh, da. Hab dich. Ist irgendwas Cooles hier? Okay, das war eine schlechte Entscheidung. Das bringt Minuspunkte. Oh, der. Bringt auch Minuspunkte. Gut. Merken nur Hühner schießen. Nix. Oh, da haut du da. Warum lerne ich nicht? Komm schon, Flugzeug ist doch fast wie ein Metallhuhn. Ich krieg dich mich noch haben. Und dich da. Komm schon. Ja, 240, damit kann man leben. Ich möchte mindestens den Highscore besiegen. Also 500 Punkte müssen drin sein. Komm schon, das krieg ich hin. Es wäre vielleicht einfacher, wenn die Kamera nicht so verdammt schnell wäre. Denn. Da. Ich hab's so gesehen. Oh, da, okay, hier. Oh, yeah. Okay, nachladen muss ich auch mal wieder. Man kann nur nachladen anscheinend, wenn man ganz leer ist. Kann ich denn was treffen? Nö. Kann ich dich da treffen? Könnte ich, wenn ich langsamer wäre. Da. Yes, sehr gut. Oh, okay, hi. Oh, da ist noch eins gewesen. Da. Nein, oh Mann, ist weg. Wow, ist das schnell. Ich glaube, das war damals am PC nicht ganz so schnell. Das könnte aber daran liegen, weil es gerade auf dem neuen PC lädt. Komm schon. Komm schon. Hab dich. Ich will das Schild abschießen. Wo ist das Schild? Da. Oh, ich war die Punkte. Okay, das war eine schlechte Entscheidung. Ach komm, wenn dann schon. Yeah. Wenn dann schon richtig. Jetzt ist das jetzt richtige Challenge hier. Okay. Ich sehe jetzt noch hinten das irgendwo. Ja, sehr schön. Ah, komm schon.
Ja, war jetzt nicht so perfekt, aber man kann damit arbeiten. Aber ich glaube, ich krieg's besser hin. Ich sag ja, den Highscore, den kriege ich hin. Das ist Pflicht jetzt für mich. So, okay, erster Schuss getroffen, sehr schön. Ja, das Timing kann man schnell raus bei der Mitmühle. Ist wie so ein Rhythmusspiel von, das man heutzutage kaufen kann. Auf dem DS oder sowas. Okay, man muss auch gestehen, ich glaube, die Erkennung von. Die Erkennung war noch nie so präzise. Oh Gott, hi. 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 Komm. Ja, sehr schön. Ein sehr einfaches Spiel. Also nicht von wegen einfach im Sinne von einfach, sondern einfach im Sinne von gimmickmäßig und Grafiken war, ja, Standard halt. Konnte jeder PC abspielen. War auch das typische Zeitvertreibsspiel auf dem PC damals. Ich habe damit schon so einige Zeit verbracht. Ich habe es auch fast geschafft. Komm schon. Komm schon, 500. Ja, nein, nein. Oh Gott, hi. Oh Mann, komm schon. Noch, noch, noch du. Nein, nein, nein. Oh Gott, nein. Steuerung macht's nicht kaputt. Nein! Oh, geschafft. Okay, oh gut, das war. Okay, das war knapp. Das war knapp. Okay, was kann man noch machen in diesem Spiel? Wie wär's mit. Ja, machen wir es mal so. Machen wir eine Scharfschützen-Challenge und dafür bin ich Widowmaker. Widowmaker. Ich verfehle nie. Ich verfehle keinen Schuss. Mon ami, kein Schuss wird verfehlt. Oh nein, ich habe verfehlt. Okay, ich habe verfehlt. Komm schon. Eine Runde ohne zu verfehlen. Wow, das war eine schnelle Runde. Haha. Komm schon. Das kriege ich doch. Widowmarket. Nein, ich bleib Widowmaker. Ich treffe jeden Schuss. Uiuiui. Ich werde auch nicht viele abschießen können. Ich werde es versuchen, aber die einfachen sind natürlich die nahen, damit dran sind. Du da. Oder du. Nein. Oh Mann. Komm schon. Ich krieg das hin und ich werde trotzdem auf dem Highscore landen irgendwo. Das ist unglaublich. Ich bin ja so ein schlechter Scharfschütze. Das erklärt, warum ich in Overwatch niemals Widowmaker spiele. Denn ich treffe nichts. Mit Abstand treffe ich niemals etwas. Außer einen Hut. Och mein Gott. Komm schon. Tu mir den einen Gefallen. Widowmaker möchte aus Treppchen. Ah, sehr schön. Oh. Klar, da treffe ich das weit entfernte Hühnchen, aber verfehle das direkt von meiner Nase. Ich wäre ein toller Jäger. Ich glaube, ich sollte die Windmühle in Ruhe lassen. Die Windmühle ist kein guter Platz zum Schießen. Ich habe verfehlt. Das ist nicht euer Ernst. Komm schon. Ich drücke gerade nur auf Space die ganze Zeit. Ich sehe schon. Ich merke nur Leertaste. Leertaste. Okay, geschafft. Und dann verfehle ich das. Komm schon. Ich kann gleich nicht mehr hören, ey. Mein Ohr wird gleich taub sein. Ich muss ganz. Oh, ich wollte gerade sagen, wenn ich dich verfehlt hätte, wäre ich auch traurig gewesen. Lass einfach zu mir kommen. Nein!
Warum habe ich mich auch mit dir angelegt? Es war so klar, dass ich dich treffen werde. Du bist weit hinten. Soweit war ich gerade. Geht doch. Ich verfehle schon wieder den ganz vorne. Warum sind die Vorderen so viel schwieriger als die Hinteren? Ich habe schon wieder die Windmühle verfehlt. Ich sollte die Windmühle in Ruhe lassen. Ich sehe schon, die Windmühle ist nicht gut für mich. Nö. Oh mein Gott. Okay, wir machen es einfacher. Für jedes Mal, wo ich fehle, mache ich einen Buchstaben weg. Und wenn das Feld leer ist, habe ich verloren. Dann gebe ich zu, dass ich ein schlechter Mohun-Spieler bin. Und es geht schon los. Es geht schon los mit... Jetzt bin ich nur Widowmaker. Widowmaker. Wow, von Widowmaker zu Widowmaker. Und das in weniger als Minute. Das ist ein... Ja, komm. Yeah. Nein. Das war... Ich verfehle wieder alle Hühnchen. Ich bin nur Widowmaker. Widowmaker. Ja. Wie verfehle ich denn den wie verfehle ich denn bitte schön einen Zylinder? Ein Zylinder. Sogar Wilhelm Tell konnte das mit einem Apfel. So. Ich verfehle schon wieder. Ich krieg das hin. Ich möchte einfach nur aufs Treppchen kommen mit. Ja. Okay. Jetzt ganz vorsichtig. Okay. Keine hastigen Bewegungen. Komm, das war Vollpull drauf. Das Spiel verarscht mich gerade nur noch. Nein. Ich habe keinen Buchstaben fern, ich habe eine Leertaste hinzugefügt. Das ist nicht Teil der Regel. Komm schon. Ich krieg das hin. Wid. Ich bin Wid. Kann ich vielleicht hier einfach drauf drücken? Dein Ernst? Ich kann einfach mit zielen. Das ist ja so bescheuert. Und ich verfehle jetzt was anderes. Das ist ja so bescheuert. Ich kann einfach in die Mitte des Bildmühle zielen. Ernsthaft jetzt? Geht es immer? Nein, anscheinend geht es nicht immer. Ich habe noch ein W. Das W macht jetzt aus. Ich will mich jetzt noch konzentrieren. Richtig, richtig stark. Ich will es testen. Wir wollen irgendwie auch nicht. Okay, das habe ich geschafft. Okay, jetzt ganz langsam. Dich. Den Zylinder. Auf das Hühnchen und auf das Hühnchen. Okay. Die hinteren lasse ich diesmal ganz weg, weil die sind mir zu riskant, um ehrlich zu sein. Du bist aber okay. Ich kriege hin. Ich gehe mal in die Richtung. Irgendwo ist ein Ding von meiner Nase da. Perfekt. Ah ja, es läuft. Ich sollte nichts sagen. Nee. Oh, mein Hand schwitzt. Oh mein Gott. Meine Hand schwitzt gerade so extremst. Das kann nicht sein. Oh. Ich darf es nicht riskieren. Oh, ich muss es riskieren. Wir haben keinen Hühner mehr hier. Hühnchen. Oh mein Gott, ich hab's riskiert. Und ich hab gewonnen. Ich bin gerade so stolz auf mich selbst. Komm schon, Hühnchen. Komm schon, zeigt euch. Ja, komm. Nein. Ja, komm. Komm schon, ich krieg auch noch. Oh mein Gott, komm schon. Treppchen. Noch irgendwo. Da und. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und ich habe Platz 4. Das reicht mir. Oh, ich hab's geschafft. Oh, dankeschön. Oh, meine Hand schwitzt ist auch ganz schön dadurch. Nicht schön. Aber wir haben's geschafft. So, das war Mohun Nummer 1. Yay. Fehlen noch 22. Als nächstes kommt, soweit ich weiß, Mohun 2. Dann sehen wir uns da. Tschüss.